Ach nee, das war ja schon. Ja, schönen guten Abend, Jungs. Ilias und Gregor und ich heute im Game Talk. Wie geht's euch? Ganz gut. Frohes neues Jahr. Ja, frohes neues, stimmt. Frohes neues an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Neue Game Talk-Folge steht an. Das bedeutet, neue Spiele werden besprochen, neue News und eventuell auch der ein oder andere Titel, der noch uns bevorsteht. Wird, wollte ich jetzt schon sagen. Was ist denn los? Valentin, du hast Hitman 3 mitgebracht. Genau. Freue ich mich sehr drüber. Da konntest du ein bisschen im Rahmen einer Preview reinschauen. Mhm. Oder ist das schon das fertige Spiel gewesen? Also ich fand das ziemlich fertig, aber es war eine Preview. Also ich durfte nicht alles anspielen und ich darf auch nicht über alles reden. Aber es kommt ja schon am 20. Januar. Das heißt, es steht quasi vor der Tür. Geil. Darüber hinaus werden wir über verschiedene News sprechen, wie zum Beispiel die AGDQ, die wieder stattfanden die letzte Woche. Wir haben ein paar Sachen bezüglich Nintendo, vor allem was Next Level Games und die Luigi's Mansions Entwickler angeht. Und natürlich auch die Spiele, die wir zuletzt gespielt haben. Und da würde ich ganz gerne Gregor so das erste Wort geben, weil ich glaube, dass... Willst du wirklich, dass ich sage, was ich gespielt habe hauptsächlich? Ich weiß es nicht. Sag's mir. Yakuza. Wirklich? Ja, ich habe nicht so viel gespielt über die letzten Wochen, bin gerade erst heute wieder offiziell aus dem Urlaub zurück und nicht viel Gelegenheit gehabt, aber tatsächlich so, Yakuza ist so ein bisschen das Komfortfutter, ne? Und ich meine, die gehen ja mittlerweile auch alle auf der PS5, durch PS4 Abwärtskompatibilität habe ich alle schön aufgereiht bei mir und ich mache die ab und zu mal an, habe ich da noch eine Substory, die ich machen kann, ist da noch irgendwas, wo ich mal ein bisschen wo reingucke, habe Yakuza 3 durchgespielt, jetzt weiß ich bei einem halben Spiel, also noch mal auf der PS4 gerade und mache gerade ein bisschen Yakuza 4, das erste Mal seit 8 Jahren. Ja, also ich will da aber auch nicht sonst... Krass, Yakuza ist richtig dolles Comfort-Food für dich, ne? Ist es tatsächlich, ja. Also es sind natürlich viele Spiele, die sich ähneln inhaltlich. Allerdings, jeder hat ja so seine Games, die man weiß, was einem so erwartet und man vergisst aber wieder, was einen erwartet und erlebt das so wieder klein ein bisschen neu und irgendwie funktioniert das bei mir immer. Wenn, dann würde ich aber eher drüber quatschen, eventuell sind hier auch noch mal ein paar Links dabei. Ich habe ein bisschen Hardware ausprobiert die Feiertage und einerseits einen kleinen neuen Spielautomaten von Sega, Sega Astro City Mini. Sega Astro City war eines der Arcade Cabinet. Kannst du mal gucken, eventuell ist da so ein Trailer noch mal mit dabei. Den müsstest du, glaube ich, noch mal raussuchen, Martin. Ja, so ein Arcade Cabinet, wo die verschiedenen Platinen von Sega drin gewesen sind. Und das wurde nur für Japan angekündigt, so quasi als Mega Drive Mini-Nachfolger. 37 Arcade-Spiele, Mini-Automaten mit Stick und allem drum und dran. Und da sind solche Sachen von Space Harrier bis Virtua Fighter oder so drin gewesen. Sag noch mal für mich kurz, wie heißt das genau? Astro City Mini. Astro City Mini. Okay. Guck mal, ob du da einen Trailer oder sowas findest. Hast du das importiert dann? Ich habe mir das importiert, ja. Also einfach des Interesses her halber. Ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt wirklich behalte oder sowas, weil solche Sachen, die spielst du, ne? Und dann spielst du sie nicht mehr. Mhm. Mal schneller einige als die anderen. Und das war so ein Gerät, was grundsätzlich ganz cool war mit dem Bildschirm und alles drum und dran. Hat ein paar Macken, was so die Skalierung der einzelnen Spiele angeht. Und Spielauswahl muss natürlich gucken, wenn du das 500. Mal Space Harrier drauf hast, dafür aber das erste Mal den Nachfolger von Golden Axe, The Revenge of Death Adder, das bisher noch gar nicht gegeben hat im Heimbereich offiziell. Ach, war das auch nicht dieses Spiel, das so mega die Kontroverse hatte bezüglich bezüglich Crunch? Nee, das war was anderes. Das war ein Golden Axe, das auf Steam veröffentlicht wurde. Das war ein Golden Axe-Prototyp, der, glaube ich, mal in Auftrag gegeben wurde. Da gab es ja vor einiger Zeit wegen der 60 Jahre Sega die Feierlichkeiten, wo ein paar Prototypen und kleine Minigames rausgegeben wurden, inklusive dieses einen Golden Axe Prototypen, den einen Level. Und dann hat der Entwickler gesagt, ach, das ist das, für das ihr eine Woche gecrunched habt und das ihr nicht umsetzen wolltet. Nee, ich spreche davon hier, Sega Astro City Mini. Nur in Japan rausgekommen, bestellbar über die entsprechenden Kanäle da. Und ich habe mir das inklusive mit dem Controller bestellt. Kannst du entweder an dem kleinen Automaten selber spielen. Bildschirm leider nur 16:9. Das heißt, du hast schwarze Balken an den Seiten bei den 4:3 Geschichten. Dafür ist aber ein sehr, sehr guter Stick und Knöpfe mit drin. Teilweise besser als was im Arcade-Stick-Bereich heutzutage dann holen kannst, aber entsprechend klein am Gerät dran. Plus, du kannst noch externe Joyboards, eigene Control-Pads mit rein und genau so sieht das aus. Wie groß ist das ungefähr?
Ungefähr so. Wobei, du kannst noch so einen Standfuß dafür kaufen. Also für 30 Euro extra gibt es so ein Stück Plastik, inklusive einem Ministuhl, den du da vorstellen kannst. Ach, okay. Da siehst du gleich, sieht eigentlich ganz süß aus. Ja, kannst du per HDMI dann eben auch an dem Fernseher ausgeben und dann wieder über die Sticks, über den verbauten Stick spielen. Der ist wirklich sehr gut, der Stick. Na? Nur die Spiele, wie sie dargestellt werden, teilweise ungerade Skalierung, sodass sie ein bisschen Artefakte oder so haben. Das fand ich nicht ganz so cool. Also man hat ja einen gewissen Anspruch, wenn man so viele Retro-Sachen dann da drauf hat. Und man muss schon Arcade-Fan sein, um dann nochmal die knapp 100 Euro, die das dann gekostet hat, plus natürlich die anderen Kosten mit Versand und allem drum und dran zu machen. Also es ist halb so wild, wenn es hierzulande nicht rauskommt. Mhm. Okay, aber was meinst du, woran das liegt, dass das hier nicht rauskommt? Zu geringes Interesse einfach. Naja, solche Miniaturgeräte, du musst natürlich ein Interesse haben, vor allem hier in Deutschland, hast du ja keine Arcade-Kultur. Mhm. Ne? Das heißt natürlich, die Spiele, die drauf sind, es wurde zwar x-fach verwurstet und verwertet, aber ich kann es verstehen, wenn in Japan auch diese Nostalgie dafür ist, weil die diese Automaten auch reihenweise da stehen hatten, ne? Dass eine gewisse Klientel da nochmal, sag's mal so, gemolken wird, weil ist es ja grundsätzlich, ne? Ja. Wenn solche Leute wie ich mit Retro-Anspruch da sind, da ist es Revenge of Death Adder. Das war das Arcade-exklusive Sequel übrigens, weswegen viele es auch dann da importiert haben. Also es ist immer eine kleiner werdende Klientel, die sich dann sowas kauft. Und wenn ich die Sachen nicht aus Interesse mir mal angucken und austesten würde und dann eben wieder weiterverkaufen, kann man ja immer noch dann machen. Ja. Wenn man keinen Bock mehr drauf hat. Aber so, da ist nicht mehr so viel über von wegen Must-Haves. Ne? Da müsste jetzt Nintendo mit einem N64 Mini oder anderen Sachen kommen, um andere Nostalgie abzugreifen, weil du hast mittlerweile so viele Geräte als Miniatur. Ja. Würdest du so ein N64 Mini begrüßen? Hättest du da Bock drauf? Ja, klar. Also, muss man gucken, ob Nintendo jetzt zu 25 Jahren N64, was ja dieses Jahr ansteht, das wirklich noch mal macht. Weil sie haben ja auch schon bewiesen, dass sie ein N64-Spiel mit anderen Sachen als Retail verkaufen können mit der Mario Collection. Das stimmt wohl. Mit wenig Upgrades. Und wenn sie dann sagen, ja, für so 100 Euro kriegt ihr die 25 besten N64-Spiele, wenn man so viele zusammenkriegt. Ja, doch, kriegt man schon zusammen. Wäre das nicht cooler, wenn sie halt endlich auf die Reihe kriegen würden, die ganzen ROMs für Nintendo Online? Das wäre natürlich auch, es sollte ja nicht das Problem sein von der Leistung her, das auf der Switch laufen zu lassen. Das ging ja auch mit Mario 64. Ja, das kannst du ja ausmachen, das braucht, ich glaube, viel mehr von den Sachen braucht man da nicht sehen. Mhm. Ja, ey, mal gucken. Es stehen viele Jubiläen tatsächlich an. Zelda 35 ist dieses Jahr auch. Metroid, was ist es, 20? Metroid so? 35 ist 35? Ach so, ja, mit 6, Zelda. 86 ist genau, fürs FDS im gleichen Jahr rausgekommen. Ja. Da könnte es eventuell neue Metroid Prime News geben, ich weiß es nicht. Nochmal gecancelt. Nein, sag sowas nicht. Vielen Dank, Gregor. Valentin, ich muss jetzt zu Hitman 3 zu sprechen kommen, weil ich heute gelesen habe, dass es gab ja diverse Previews am Wochenende. Mhm. Und da habe ich gelesen, dass ein Level unter anderem in einem Berliner Nachtclub spielt. Und das finde ich richtig geil. Und das hat mich erstmal so ein bisschen stutzig auf das Spiel gemacht. Du hast es dir ein bisschen näher angeguckt. Was sind so deine Eindrücke? Genau, also die Berlin-Location darf ich erwähnen, aber sonst nichts. Ach was, also, ich konnte sogar die Berlin-Location spielen. Nein, ich kann sie auch nicht spielen, aber ich hatte ein paar mehr Infos, ich darf über zwei Locations reden und nur eine zeigen. Deswegen fange ich doch am besten einfach mit der an, die ich auch zeigen darf. Aber um da direkt einzuhaken, es hat mich sehr gefreut, dass eine deutsche Location am Start ist. Geil. Weil wie selten hat man das in Spielen? Jeder wünscht sich, glaube ich, ein GTA Berlin oder Ähnliches. Das wird nie kommen, aber es wäre geil. Das erste Level in Hitman 3, welches man spielen kann, da geht jetzt hier das Ding nicht weg, ist Dubai. Und zwar so ein, ich sag mal, ein Verschnitt von diesem, jetzt weiß ich noch nicht mal den richtigen Namen, dieses höchste Gebäude der Welt, Burj Khalifa. Burj Khalifa, genau. Da hängt Tom Cruise noch da außen dran. Genau. Und das heißt einfach da nur anders, aber es ist eigentlich unverkennbar, dass es das sein soll. Und wie immer, überrascht einen das Spiel sofort mit toller Inszenierung und toller Optik. Es sieht mega aus. Die Menschenmassen haben ja schon in den Teilen davor begeistert. Gerade in so Leveln wie im ersten, weiß ich noch, Marrakesch. Das war so ein riesiger Markt. Also so viele Leute hast du eigentlich noch nie auf einem Fleck gesehen. Das hast du hier auch wieder. Und das Schöne ist ja generell, die graden ja, um vielleicht die Leute, die es nicht so gut kennen, um die mal kurz abzuholen, das ist ja eine Trilogie, die jetzt endet. Also diese World of Assassination ist quasi nicht nur so ein Online-Spielplatz, wo du dich punktemäßig mit irgendwelchen Leuten vergleichen kannst, sondern die haben auch mit dem ersten angefangen, das in Episoden zu releasen. Mit dem zweiten haben die das dann weitergemacht und jetzt mit dem dritten endet diese zusammenhängende Hauptstory, die da sozusagen ein bisschen drüber hängt. Und das Schöne ist aber, sie haben immer
wieder die Grafikeffekte geupdatet. Also mit jedem Teil sah das Ding noch ein bisschen besser aus. Mhm. Und das Coole ist aber, wenn du halt Teil 1 und 2 besitzt, dann werden auch die ganzen alten Level auf diese neue Grafik-Engine gehoben. In Anführungszeichen gratis, weil du musst ja schon das neue noch kaufen. Aber man sieht es auch hier wieder, eben tolle Inszenierung. Du hast immer wieder so, du bleibst immer wieder stehen und hörst irgendwo zu. Hier wurde jetzt gerade etwas eingeweiht und da wurde so eine Schleife zerschnitten. Jetzt kommt hier so Konfetti-Kram runter. Und ja, aber diese Dubai-Location ist natürlich schön und beeindruckend. Wir werden gleich noch ein bisschen sehen, wie toll die aussieht. Aber man wünscht sich ja immer, wenn man schon was kannte, dass noch einen draufgesetzt wird. Und ich weiß noch, als damals dieser Reboot der Serie mit Hitman 1 startete, war ja das erste Level dieses wirklich imposante, diese Paris-Modenschau. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt. Die sah halt klasse aus, die war riesengroß und das ist jetzt hier zwar nicht anders, aber ich, wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, spiele ich jetzt das Paris-Level oder das, würde ich halt lieber wieder das Paris-Level spielen, weil das so ein, das ist nicht schlecht, aber das hat so eine Gleichförmigkeit. Also hier im Foyer hat man schon das meiste gesehen, es bleibt goldblau. Natürlich entdeckt man immer wieder irgendwie ein paar neue Sachen. Und was ja sowieso das Coole daran ist, du, weiß nicht, killst den Hausmeister, bist dann hinter den Kulissen und hinter den Kulissen sieht's logischerweise nochmal komplett anders aus, weil nicht so geschmückt und so weiter und so fort. Yeah. Aber, um das mal kurz zusammenfassend zu sagen, es ist more of the same, aber mehr vom Guten. Also es ist also ich mochte Teil 1 und 2 unglaublich gerne. Ich habe irgendwann echt, ich bin gar nicht so der Spielertyp, der voll auf die Herausforderungen immer spielt. Aber da hat es mich dann irgendwann, als ich das mehr begriffen hatte und besser wurde, wirklich gepackt, doch mal den höchsten Schwierigkeitsgrad zu wählen, wo du nicht speichern kannst, weil man irgendwann ja auch die Level so gut kennt, dass man irgendwie quasi schon weiß, welchen Weg man hier gehen kann. Hier sehen wir übrigens gerade was, was ein bisschen störend ist. Das hat man jetzt nur ganz kurz gesehen. Wenn man zu nah an irgendwelchen Leuten, egal ob in der richtigen Verkleidung oder jetzt als Besucher steht, die wundern sich immer recht schnell, warum du da stehst. Jetzt könnte man argumentieren, na gut, wenn sich irgendjemand auf einer Party fremd neben mich stellt. Ist mir auch jemand zu nah. Genau, genau, da wundert man sich auch. Bei ihr verstehe ich es noch, aber wenn ich als Wache verkleidet bin und nicht neben eine andere Wache stellt, dann wird die, obwohl sie dich nicht kennt, trotzdem recht schnell alarmiert. Also man muss so ein bisschen aufpassen, dass man den Menschen nicht zu nahe kommt. Ja, das ist so mein einziger Mini-Kritikpunkt, der manchmal, also das ist jetzt, wenn man es nicht, wenn man nicht das perfekte Beispiel sieht, ist vielleicht schwer zu verstehen, aber das ist das einzig wirklich Immersionsbrechende. Ansonsten muss ich die Serie einfach so krass dafür loben. Sieht voll schön aus. Genau, wie schön die aussieht, wie also das ist die klare Stärke halt von dem Spiel, die Spielwelt. Wie schön das gestaltet ist. Hier sehen wir jetzt irgendwie eins dieser Kunstwerke, ist in diesem Scan-Modus, war so gelb markiert. Das ist die Toilette jetzt hier. Ja, die Toilette sieht auch gut aus da. Da haben sie auch ein paar Gemälde aufgehangen. Aber das hier ist so eine extra Ausstellung. Und in diesem Level müssen wir zwei Ziele killen. Das sehen wir oben links. Und da kann man sich wie immer recht frei aussuchen, wann man das macht, in welcher Reihenfolge man das macht und auf welche Weise man das tut. Und in diesem Fall haben die natürlich ihre Wege und auch, das ist ja eine Veranstaltung, die irgendwas da bewirbt, also irgendwie dieser Tower wird da eingeweiht und so weiter und so fort. Das heißt, die sind schon die klaren Stars der Veranstaltung und mal halten die eine Rede an der Stelle, mal hängen die an der Bar ab und so. Du kannst die eben ein bisschen beobachten, wann die wo sind und dementsprechend, und das ist ja auch das, wofür die Serie so bekannt ist, dementsprechend gibt es hunderte Wege, wie du sie am Ende eliminieren kannst. Also ich habe auf jeden Fall jetzt ein paar, du hast super viel erzählt. Ja, ich habe ein paar. Nee, alles gut. Finde ich super. Ich habe ein, zwei Punkte, wo ich ganz gerne nachhaken wollen würde. Das mache ich aber nach einer ganz kurzen Pause. Wir spielen ein Spot ab, sind dann gleich wieder zurück mit Hitman 3 und wahrscheinlich auch ein, zwei weiteren Sachen. Bis gleich. Bitburger 0,0. Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer. Ah.
Alles klar, da sind wir wieder zurück mit Valentin und wahrscheinlich schon dem ersten großen Spiel des Jahres, das wir hier zumindest beim Game Talk haben. Du hast gerade super viel zu Hitman 3 gezeigt und erzählt. Eine wichtige Frage von meiner Seite. Ich mag die Serie vor allem, weil sie sich stellenweise auch nicht so mega ernst nimmt. Mhm. Du hast diesen krassen Hitman, der mega grimmig immer guckt, aber dann ist er halt, wie du eben erwähnt hast, in Paris und ist als Model hier auf dem Laufsteg und macht hier einen auf Model. Auf der anderen Seite hast du auf einer Rennstrecke, dann verkleidet er sich als Maskottchen und versucht sich so irgendwie umzubringen. Hast du von solchen Vibes irgendwie was mitbekommen in Hitman 3 oder bekommt man da so eine Art Wechsel, was so die Atmosphäre des Spiels angeht? Absolut. Jetzt in dem Level, das ist noch eher, also da nimmt es sich etwas ernster, wobei man generell sagen muss, auch diese übergeordnete Story ist ja so auf Geheimagenten-Klischee gemacht. Also auch da, dann merkt man schon, deswegen spielst du es nicht. Klar ist die nett und man interessiert sich vielleicht auch dafür, aber darum geht es eigentlich nicht. Hier zum Beispiel, das sehen wir jetzt gleich am Ende noch, kann man sich als eine Wache verkleiden, die den eins der Ziele begleiten soll. Der guckt sich dann auch deinen Lebenslauf an und quatscht ein bisschen mit dir darüber, will dann auch erstmal wissen, wie gut bist du eigentlich, wo man sich dann auch fragt, ja, sowas checkt man doch, bevor derjenige eingestellt wird. Und dann musst du auf dem Dach mit so Messern so komische schwingende Ziele abwerfen, was auch so ein bisschen inszeniert wird. Also von daher, da merkt man auch schon, es nimmt sich nicht zu ernst. Aber die zweite Location hier nach ist in England so ein altes Landhaus quasi, also auch voll Klischee beladen, wie man sich es eigentlich vorstellt, wie man es auch schon zigmal in so irgendwelchen Detektivgeschichten gesehen hat. Und man kommt dahin und hat logischerweise auch wieder ein Ziel und kommt aber gleichzeitig mit einem Privatdetektiv an. Und man kann diesen Privatdetektiv eben erledigen. Das ist auch das Erste. Das Spiel gibt einem ja immer so ein bisschen eine Hilfe. Oh, warte, jetzt springen wir mal ganz kurz ein Pfeil weiter. Dann kann ich nämlich einfach danach weiter drüber reden. Ne? So. Oh, wenn ich das so sehe, habe ich direkt wieder schon ein bisschen Bock. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich genug Hitman habe, aber das sieht ja alles schon ganz sweet aus. Genau, hier sehen wir auch nochmal den fiktiven Namen auf dem Kontrollmonitor des Sicherheitsterminals von diesem höchsten Gebäude der Welt, in dieser Welt. Kurz aber nochmal, weil dazu darf ich nichts zeigen, zu diesem Detektiv. Dann killt man den eben und dann musst du auch erstmal als Detektiv arbeiten, damit die dich natürlich ernst nehmen. Und das ist ganz nett gemacht, weil da wurde halt jemand gekillt, beziehungsweise vermeintlicher Selbstmord. Und das sollst du halt eben untersuchen, ob das tatsächlich Selbstmord war. Und bevor du dann eben wieder deinen eigentlichen Hitman-Job machst, machst du so ein bisschen was du in so anderen Detektiv-Games häufig machst. Also mit so einer Scan-Vision erstmal so ein Zimmer absuchen, nach Hinweisen suchen, mit dem Butler quatschen, was er denn gesehen hat und solche Sachen. Und ohne jetzt große Spoiler, musst du den Mord aufklären, den du selbst begangen hast. Wie kommt denn die Leiche hierher? Oh, das wäre fantastisch. Und ich will gar nicht ausschließen, ich habe das jetzt nicht erlebt, aber dass das vielleicht sogar irgendwie ein Easter Egg ist, was man noch mitnehmen kann. So, ich habe es dann nämlich letztendlich, das ist ja ganz witzig, wenn man hat jetzt zig Wege und wenn man auch einen Weg verkackt, kann man ja das noch retten, indem man ganz schnell irgendwie sich jetzt doch noch jemand anders verkleidet, wieder flüchtet und dann so tut, als wäre nichts gewesen. So habe ich Level 2 gelöst, deswegen habe ich das als Detektiv nicht fertig gespielt. Aber davon hat Hitman ja in der Regel einiges zu bieten, dass man immer wieder überrascht ist, was sie dann sich doch für kleine Gags, was du eben auch meintest, dass es sich nicht zu ernst nimmt, eingebaut haben. Und hier habe ich jetzt übersprungen, aber es wurde mir eben ein Hinweis gegeben, dass dieser Typ, das ist eins meiner Ziele, auf eine neue Wache, die die alte ablöst, die in Urlaub gehen soll, wartet. Die habe ich dann natürlich gekillt und mir den Anzug geschnappt. Und hier checkt dieser Typ jetzt, dem gebe ich meinen Lebenslauf. So, jetzt guckt er erstmal nach, sind sie qualifiziert und so. Mumbai, Italy, France, genau, und jetzt erklärt er mir erstmal so ein bisschen, was er von mir erwartet, beziehungsweise von seiner persönlichen Wache allgemein erwartet. Jetzt geht man da auch wieder so ein bisschen rum und sieht dadurch auch Bereiche, wo es sonst relativ schwer ist, reinzukommen, weil dich da sozusagen ganz schnell, egal welche Verkleidung, alle irgendwie im Auge behalten, weil das eben super, super Backstage ist. Understood. Your papers were indeed impressive, but I need to see what you can do with my own eyes. Jedes Mal der Modelgang, ey. Ja, er geht immer sehr, sehr schön.
Aber das ist ja auch kostümabhängig. Also je nachdem, wer man so ist, bewegt er sich auch anders und hat, stellt sich auch, wenn du einfach nur stehen bleibst, das sieht man jetzt auch gleich, stellt er sich anders hin. Als Wache zum Beispiel stellt er sich dann so sehr militärisch ordentlich hin, wenn man stehen bleibt. Solche Details mag ich an der Serie total. Und auch die ganze Vertonung und so ist wunderbar. Du kannst ja auch immer da, wir waren ja eben in dieser Party-Area am Anfang, wenn du da eben nicht zu nah an die Leute rangehst und den Gesprächen zuhörst, kriegst du total viel so Worldbuilding-Kram mit. Also wo du eben viel mehr darüber erfährst, was ist das hier eigentlich wirklich für eine Veranstaltung, wer sind die Gäste, was haben die vielleicht für Beweggründe hier zu sein. Genau, und hier ist jetzt die Stelle, von der ich eben gesprochen habe, wo, das ist noch so eine alte Wache, die da gerade ankommt. Die guckt sich quasi auch noch mit an, okay, ist der Neue, denn kann ich hier einfach meinen Job an den Nagel hängen und den Neuen hier gewähren lassen? Genau, ich habe leider nie den Weg gesehen, was passiert denn wirklich, wenn ich das nicht schaffe, diese Dinge abzuwerfen. Ich denke mal wirklich, das hatte ich schon mehrmals auch in den älteren Hitman-Teilen, dass man Dinge ja auch klar verkacken kann. Ach, die stellen dich da jetzt auf die Probe oder was? Ja, genau, er will jetzt checken, kann er mit Messern irgendwo in den Wolken, wie man es halt so macht. Genau, merkwürdige Ziele abwerfen. Wer muss denn wieder die Ziele aufhängen dann? Für die nächste Wache, wenn ich in Urlaub gehe. Ja, die fallen jetzt runter, dann muss er wieder runterfahren, die hochholen. Was kannst du denn so generell zur Story erzählen? Das ist im Rahmen von Hitman eigentlich eher so das langweiligste Element. Aber ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass Hitman 3 echt eine spannende Story hat oder zumindest deutlich anzieht. Mhm. Hast du da irgendwas von gemerkt oder ist es für dich auch in der Richtung more of the same? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, dass mich die Story in den Teilen davor jetzt auch nicht so wirklich interessiert hat, beziehungsweise ich auch schnell nicht mehr durchgeblickt habe irgendwie. Und ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass sie es wirklich und jetzt habe ich ihn da so runtergeschubst. Vielleicht sah man da ein bisschen was von der Preview-Version, weil er nochmal so weggeglitscht ist. Da war bestimmt so ein Gestell, wo er dann draufgeklatscht ist unten. Oder das, genau. Das kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Bisher muss ich sagen, bevor ich deine Frage zu Ende beantworte, ich habe überhaupt keine Bugs oder sowas erlebt. Mhm. Also von daher eine sehr saubere Preview-Version, zumindest eben diese ersten beiden Level, die ich anspielen konnte. Hier jetzt eben das Bekannte, man hat beide Ziele erledigt und er kann sich verschiedene Exit-Points suchen. Ich habe jetzt hier den Fallschirm gewählt. Und jetzt ist hier vorbei und da bricht es auch schon ab, weil die Menüs kann ich noch nicht zeigen. Genau, jetzt haben wir auch schon was ich aber noch zeigen darf, ist die Introduction, also die erste Opening Cinematic. Da können wir mal ganz kurz reinlauschen. Behind the everyday world, beyond the headlines and the seats of power, a hidden hand. Kind of company known as Providence. Ich erzähle aber schon mal ein bisschen was darüber. Generell sei hier auch angemerkt, im Prinzip ist das schon Mini-Spoiler, wobei das jetzt gerade die Opening-Cinematic nicht viel verrät. Wer die anderen Teile natürlich nicht gespielt hat, der wird überhaupt nichts damit anfangen können, weil das hängt schon zusammen. Aber es ist halt nicht wirklich tief. Also es sind, finde ich, jetzt keine emotional relevanten Charaktere, an die man sich irgendwie gebunden hat, wo man mitfiebert im Sinne von, oh Gott, ich habe Angst, hier jemanden zu verlieren oder so. Ich finde, es ist ein würdiger Umschlag dafür, weil in das Spiel eine wirklich eine tiefe Story, die sehr, sehr viel Zeit auch einnehmen würde, überhaupt nicht reinpassen würde. Also ich glaube, ich würde dann immer denken, jetzt komm zum Punkt, ich will endlich spielen und so, weil das, was das Spiel für mich ausmacht, ist eher dieses Environmental Storytelling. Also dass du da durchgehst und ein Gefühl für die Locations bekommst und was da drumherum passiert, ist nett, aber mehr auch nicht. Ich finde halt zumindest schön, das war ja am Anfang auch noch nicht so klar, weil da gab es ja auch, es war ja noch gar nicht so klar, nachdem rechtemäßig da einiges hin und her gegangen ist zwischen IO, Interactive und dem Publisher, dass es überhaupt weitergehen wird. Und deswegen finde ich es schön, dass das Ganze jetzt einen würdigen Abschluss überhaupt bekommen hat. Also das für die Leute, die die Story von Anfang an mitbekommen haben und das da gerne einen Abschluss sehen wollten, den jetzt auch bekommen. Und eben, was du ja auch gesagt hast, nach allem, was ich auch gelesen habe, soll der auf jeden Fall rund sein. Cool. Hitman
ist auf jeden Fall jetzt auch self-published, glaube ich, von IO. Kann das sein? Ich glaube, die haben sich mit Warner nochmal zusammengetan. Also ich weiß auch nicht, ja, wie's, Warner steckt da auch stellenweise mit drin, aber IO jetzt auch viel, viel stärker involviert. Ja, ja. Und das finde ich persönlich einfach eine schöne Entwicklung für den Entwickler selber, weil das, glaube ich, bei Square Enix auch überhaupt nicht so geil lief und Square war nicht so wirklich zufrieden. Also ein bisschen merkwürdig, ja. Also ich war vor vielen Jahren mal bei IO in Dänemark, zu Ken & Lynch-Zeiten noch. Ne? Ach, okay. Ein ganz kreativer Haufen natürlich. Bei Ken & Lynch, glaube ich, hatte tatsächlich auch so eine Bar-Szene mit Stroboskoplichtern. Ach, okay. Also muss ich gerade dran denken. Und auch zu Square-Zeiten dann nochmal Interviews mit denen in den Büros und so weiter gemacht. Ich glaube, es war erfolgreich genug, vor allem, die hatten ja dieses Episodic-Content-Format ausprobiert beim ersten, ja. Ne? Was ja eigentlich ganz interessant war, dass man eine Ruhezeit hat, einen Monat oder ja. plus, den Level mal vernünftig auszuspielen und nicht nur schnell storymäßig da durchzuarbeiten. Genau. Aber wie so oft, Square hat häufig recht hohe Verkaufsziele, die sie mit solchen Spielen dann machen. Selbst Tomb Raider war ja auch nicht wirklich profitabel für sie, obwohl das so viele Millionen verkauft hat. Und wenn das leider nicht zusammenkommt, also ganz froh, dass sie vor allem dann auch die Rechte irgendwie so wieder zurückbekommen haben, anstatt zu sagen, hey, wir behalten das bei Square und machen die Firma irgendwie zu. Das wäre ja auch ein anderer Weg gewesen, wenn den manche andere große Firmen dann, dann anstellen. Also bin ich auch ganz froh, dass sie sich hiermit austoben können ja. und dadurch, dass man auch die ersten beiden Teile quasi mitbekommen kann als Trilogie, umso besser. Mhm. Absolut. Das ist auch nicht mehr episodenmäßig, ne? Es wird als ein komplettes Spiel. Ich glaube, seit dem zweiten nicht mehr. Ne? Genau, so habe ich das jetzt verstanden. Ja. Also da ist jetzt, also du kannst es auch bei Epic direkt für den Vollpreis ja. eben kaufen und dann nehme ich schon an, dass du die alle auf einmal bekommst. Ich finde es so ein bisschen schade, weil Hitman, wie du es gerade beschrieben hast, Gregor, es war so ein perfektes Beispiel dafür, ey, das ist so eine Art Schweizer Käse, diese Level, wie sie aufgebaut sind. Du kannst hier mal, da mal und du hast sehr viel Wiederspielwert. Und dadurch hast du es als Episode immer sehr schön, an einem Monat hast du Zeit, du hast auch keinen Druck, so okay, der nächste Level wartet schon auf mich. Sondern du konntest dir Zeit lassen, jetzt machen sie es wieder auf einmal. Wird sich, glaube ich, einfach besser verkaufen, weil du am einem Stück direkt so den kompletten Preis latzen musst. Wenn es den Entwicklern hilft, cool. Und wenn sich Spielerinnen und Spieler nicht daran äußern oder stören, ja, warum nicht? Und IO hat jetzt ja auch, wir wissen jetzt ja, dass sie das neue Bond-Game machen werden. Alter, ja, ja Mann. Da habe ich cool. richtig Bock drauf, weil ja, da passen die ja auch total ja, gut zu. Mega. Und jetzt sind die quasi fertig mit Hitman. Das heißt, sie können sich voll darauf konzentrieren. Yeah. Also darauf bin ich richtig hyped. Was ich cool fände, so ein Crossover, ne? Also du spielst das Bond-Spiel, aber da wird Agent 47 mit verbaut oder sowas als Konkurrentagent oder Agent 47 hat es auf Bond abgesehen und du musst ein Level lang überleben. Alter, ja. Das wäre lustig. Sowas, ne? Das wäre eine coole Geschichte. Die müssen sie ja nicht mal namentlich nennen, sondern hier ein Agent ohne Haare und mit Barcode auf und jagt dich dann die ganze Zeit und du, ne? Aber ich hab mir schon versucht vorzustellen, wie das aus. Also sie können ja nicht einfach noch mal Hitman machen. Mhm. Das müssten sie auf jeden Fall ein bisschen actionlastiger machen vielleicht. Ja, absolut. Mehr Story. Wie stellt ihr euch so ein James Bond in mit IO-Beteiligung? Ich glaube, grundsätzlich die Engine werden sie auf jeden Fall mit übernehmen. Ja, weil, das glaube ich auch. Na, so Look and Feel und wie das funktioniert. Du kannst viel vom Hitman-Spielprinzip, denke ich mal, für solche Infiltrationssachen machen, aber du musst es eben dann aufbrechen. Du brauchst dann auch deine Autoverfolgungsjagden eigentlich, ne? Du brauchst deine Schusssequenzen. So ein ganz schönes Bond-Spiel, was ich vor einiger Zeit mal wieder ausgegraben habe, war das, glaube From Russia with Love für den Nintendo GameCube, was nochmal mit dem digitalen Konterfei von Sean Connery aufgelegt wurde, wo du dann auch so einen schönen Genre-Mix hattest. Es muss nicht Open World sein, würde ich nicht haben wollen, sondern eher offenere Level. Ja, auf keinen Fall Open World. Das kennen und passen. Ich brauche jetzt auch nicht den Bond, also muss nicht wie Daniel Craig oder so ausschauen, sondern die können sich gerne selbst so ein Konterfei ausdenken. No? Naja, es soll ja, glaube ich, die Origin Story sein. Ach, soll das von daher sein? Kann der komplett neu designt sein, der Bond. Okay, ja. Okay. Also vor hier, wie heißt der erste mit Dr. No? Achso, Dr. No, ja. Ja, so heißt das der erste. Ja. Genau, ich glaube davor. Also so habe ich das zumindest verstanden. Und da haben sie ja dann alle Gestaltungsfreiheiten. Yeah. Auf jeden Fall ein junger Bond. Aber ja, wie ihr schon sagt, es muss auf jeden Fall sowas, irgendwelche Shootouts, es müssen Autoverfolgungsjagden drin sein. Und da bin ich halt auch mal gespannt, weil die Engine, die finde ich sehr beeindruckend für das, was sie eben in Hitman tut. Aber kann die dann auch eine ordentliche Fahrphysik und so? Also da ist natürlich auch immer die Gefahr, dass sie sich dann übernehmen und dass dann diese Parts sich alle nicht so cool spielen und man dann am Ende irgendwie nur sagt, ey, ich hätte lieber Hitman mit Bond-Skin gehabt, weil das hätte dann wenigstens von vorne bis hinten irgendwie
funktioniert. Ja. Also da bin ich noch sehr, sehr gespannt, aber ich halte auf jeden Fall sehr viel von IO Interactive. Von daher glaube ich, dass sie dafür die Richtigen sind, weil ey, das ist alles Spionkram. Oh, ich habe auch richtig Bock auf geile Gadgets und so. Ja, genau. Dass du geilen Stealth-Kram machst und dann so ein bisschen Batman-mäßig da agieren kannst, fände ich schon ganz geil. Ich freue mich auf jeden Fall für IO. Die haben sich mega verdient, haben den krassen Grind hinter sich mit Hitman, diverse Probleme mit den Rechten gehabt. Und jetzt so einen Coup zu landen, finde ich schön. Ja, ja, tolles Studio. Alles klar, ich glaube, das war's zu Hitman. Du hast es auf dem PC gespielt. Ich habe es auf dem PC gespielt. Ja, da kann ich nur noch abschließend 30 Sekunden zu sagen. Die Performance, ich bin immer wieder überrascht. Das sieht so grandios aus. Ich habe es auf einer 2060 gespielt. Das ist nicht die schlechteste Karte, aber eben auch schon lange nicht mehr die beste. Und es läuft mit butterweichen 60 Frames. Alles auf hoch, 1440p. Man kann sich überhaupt nicht beschweren. Und wir haben ja gesehen, wie das aussah. Yeah. Also auch da, es ist super polished. Ist man da verzeihlicher nach den Cyberpunk-Erlebnissen der letzten Wochen? Vielleicht, aber selbst ohne Cyberpunk hätte ich das auch so gesagt, weil das ist heute nicht mehr selbstverständlich, dass so eine Optik auf dem PC so nicht nur performant, sondern auch ohne, dass du irgendwie so krasse Frame-Drops hast oder eben heftige Bugs. Mhm. Und das ist mir bei den Teilen davor schon aufgefallen. Natürlich kann ich jetzt nichts für die drei Locations, die ich noch nicht gespielt habe, kann ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Aber da ich bei den Teilen davor gute Erfahrungen gemacht habe, ist damit absolut zu rechnen, dass das sehr polished jetzt am 20. Januar kommt's raus, rauskommen wird. Genau, das ist schon jetzt kurz vor der Tür. Also freut euch, ihr könnt's quasi übernächste Woche spielen. Geil, sehr schön. Vielen, vielen Dank, lieber Valentin, für diese ausführliche Preview, was Hitman 3 angeht. Ich würde vorschlagen, wir gehen über zum nächsten Thema. Wir haben richtig viele News. Ja. Wenn ihr jetzt nichts noch großartig gespielt habt, würde ich ganz kurz zu den Awesome Games dann quick überwechseln. Mhm. Gregor, du bist da eigentlich unser Experte, was so Speedrunning hier auf dem Sender angeht. Du hast ein so paar, also zumindest von den Anwesenden. Das sag ich jetzt einfach. du hast dir ein paar Runs rausgesucht. Zwei. Ich habe mir einen Run angesehen, das ist der Hardest Run, der eigentlich verhältnismäßig unspektakulär lief. Du hast keine Glitches gehabt, sondern die haben einfach das Spiel so gespielt, wie man es spielen kann. Und das war schon der Hammer. Und hier hast du noch mal zwei Sachen rausgesucht. Ich habe zwei Sachen rausgesucht, genau. Die sind so exemplarisch dafür. Also die sind vorgestern Nacht zu Ende gegangen. Ist ja immer diese eine Woche. Kannst gerne auch mal laufen lassen. Welchen denn? Mach mal den Celeste Run. Mhm. Und den anderen können wir dann danach zeigen. Exemplarisch dafür. Eine Woche lang, wie üblich, Speedruns aus aller Welt durchgehend. Wieder sehr viele coole Sachen. Natürlich durch die Pandemie, wie schon beim letzten Mal war es, glaube ich, gewesen, bei den Summer Games, per Streaming gemacht, sodass Leute von zu Hause gestreamt haben und dann Kommentatoren zugeschaltet wurden. Zwar ein paar technische Probleme hier und da, hatte aber immer wieder mal, hat trotzdem sehr, sehr viele schöne Runs ergeben. Das jetzt hier ist Celeste, die sogenannten Seasides, also das sehr knifflige Jump'n'Run, ne, mit den ganzen speziellen Eingaben, die man machen muss, wo ich selbst mit Controller super viele Probleme hatte, hat dieser Kollege mit einer Tanzmatte gespielt. Ne? Und Elias, da kannst du, glaube ich, ein bisschen mehr dazu sagen. Die Seasides, das sind die härtesten Level im Spiel. Die gehören auf jeden Fall zu den härtesten Alternativ-Level, was Celeste angeht. Und du hast es gerade sehr gut beschrieben, mit Controller allein bekommt man schon Schmerzen. Und das als eine Person mit zwei Matten hinzukriegen, ich finde, dass es wird immer ein bisschen unheimlicher, was diese Speedrun-Kultur angeht. Es ist so, bei manchen Sachen bin ich schon in den Jahren vorher, ich habe gedacht, was geht denn jetzt hier? Ne? Und wir haben natürlich auch sehr viele Leute hier bei Speedrandale gehabt, die auch schon zum Beispiel Blindfolded Speedruns gemacht haben. Also mit einer Augenbinde, wo dann an den vom Sound orientiert wurde, um diese Speedruns zu machen, wenn es möglich gewesen ist. Unglaublich. Oder bei den GDQs war es zum Beispiel dann auch irgendwie so ein 1 Stunde langer Punch-Out-NES-Speedrun mit Augenbinde, wo du auch sagst, oh Gott. Ja, vor allem, weil das auch sehr, sehr reaktionsabhängig alles ist und das trotzdem funktioniert. Und ich bin immer erstaunt, selbst die normalen Speedruns in Anführungsstrichen sind immer wieder cool, was man da anstellen kann. Aber wenn dann sowas kommt, da kriege ich auch vorm Fernseher oder am Monitor dann teilweise Angstzustände, weil ich da nicht mehr mitkomme. Yeah. Du kannst gerne den anderen auch mal reintun, weil also der Kollege hier, der hat auch vor allem nicht nur gespielt mit den zwei Tanzmatten, sondern auch selber kommentiert dabei die ganze Zeit. Ja, ich könnte, glaube ich, lieber parallel meine Schuhe zu binden. Das andere, wo ich auch dann komplett hin und weg war. Und das war tatsächlich ein Bonus-Run. Der war eigentlich gar nicht eingeplant, war aber eins der Ziele für die Spenden. Man spendet ja für die Krebshilfe sozusagen als positiven Nebeneffekt. Neben den Speedruns war der Super Mario 64 Blindfolded Speedrun. Der Kollege hier hat Super Mario 64 durchgespielt mit Augenbinde. Ja, und also nicht ein 2D-Spiel, wo du einfach mal simple Eingaben hast, sondern er hat sich so daran orientiert, man sieht es jetzt hier, ne, es gibt die Möglichkeit, im Menü die Kamera einzudrehen.
Er hat sich, und ihr seht der Kopf, der wackelt, er orientiert sich am Takt der Musik, wo er jetzt hier gerade ist, weil er weiß, okay, bei dem kann ich einen Rückwärtssprung machen. Wenn ich da bin, bin ich ungefähr da beim Chomp-Chomp an der Kette. Und der spielt das Spiel mit den mindestens, glaube ich, 16 nötigen Sternen, die man zumindest für diesen Run braucht, um am Ende durchzukommen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, weil ich teilweise auch dann so angestrengt war, dass ich nicht alles zu 100% verfolgen konnte, ob er da so viel Glitches und so weiter ausnutzen konnte damit. Aber das zeugt davon, dass man das Spiel so in- und auswendig kennen muss, dass man solche Sachen dann macht. Und für sowas ist GDQ dann immer wieder ganz groß mit dabei. Kann man jetzt natürlich auch alles nachholen, wenn man jetzt nicht über Twitch das sich angeguckt hat, weil jetzt müssten alle VODs auf deren YouTube-Kanal hochgeladen sein. Und kann man sich in Ruhe also nochmal angucken, was einem da aber fehlt. Guckt da vielleicht in den, da gibt's so einen Reddit-Thread, wo die VODs sozusagen, die Reddit, die Twitch-Links noch mit dabei sind, weil der Twitch-Chat macht da auch nochmal einiges aus, wenn dann die Reaktion dann noch mal hereinbrechen und what the hell. Also, wer es verpasst hat, der hat auf jeden Fall hier einiges nachzuholen. Selbst als Nebenbei-Unterhaltung im Hintergrund laufen, ist es sehr schön. Krass, ich erinnere mich, wir haben ja Mario letztes Jahr noch mal groß hier gehabt, weil es ja im Rahmen dieser Collection rausgekommen ist. Und ich habe Mario 64 gehasst. Ich konnte es einfach nicht mehr spielen. Ich fand, es ist so grauenhaft gealtert. Wenn du die Kamera nicht mehr siehst, ist es kein Problem mehr anscheinend. Ja, nee, ich meine spielerisch, ja. Und jetzt das hier zu sehen, da bekomme ich richtig schon fast ein bisschen Gänsehaut. Also vor allem, wenn man weiß, was für ein Akt das sein muss. Wie viele Stunden muss er dieses Spiel gespielt haben, um das so verinnerlicht zu haben? Du kannst Celias aber auch noch mal kurz sagen, du hast ja auch ein paar Handvoll Runs gesehen. Nicht alles ist so ganz, wie man sich das vorstellt. Man muss verschiedene Interessen dann daran haben. Ne? Checkt mal aus, ob ein Spiel dabei ist, das euch gefällt. Yeah. Aber zum Beispiel Zelda Skyward Sword ist ein ganz gutes, ganz guter Punkt, was ein Run ist, wo du denkst, Zelda Speedrun's okay, ne? Aber das ist zum Beispiel ein sehr glitch-abhängiger Speedrun, wo du dann teilweise, der verbringt die meiste Zeit im Menü und lädt Spielstände und resettet und lädt nochmal, um gewisse Zustände herzustellen. Genau, da habe ich mich super drauf gefreut, dass man ein bisschen mehr dazu sieht, aber wie du es beschrieben hast, der halbe Run gefühlt hat vorne im Menü stattgefunden. Also das Menü hast du und im Hintergrund spielt er halt das Spiel. Also er hat ganz offensichtlich das Spiel an sich so gehackt und versucht, das Spiel so zu umgehen, dass er diese Abkürzung nehmen kann, was aber an sich super faszinierend ist. Und das finde ich halt so interessant, dass du, auch wenn dir der Run mir persönlich nicht so viel gegeben hat, aber dass du mittlerweile so viele variantenreiche Runs hast. Also du hast zum einen Hades, der halt komplett so gespielt wurde, wie man spielen kann. Dann hast du hier Mario, der das komplett blind gespielt wird. Du hast Zelda, das sehr, sehr technisch ist. Dann hast du die ganzen Souls-Sachen, die ich dieses Jahr noch nicht gesehen habe, die ich super gerne nachholen möchte. Die waren die letzten Jahre immer sehr, sehr große Highlights, vor allem was so die Spieler oder die Moderatoren angeht. Freue ich mich. Habe sehr wenig gesehen, werde aber auf jeden Fall ein bisschen was nachholen, was das angeht. Dieses Jahr habe ich leider auch so wenig wie noch nie gesehen, so aus Zeitgründen. Aber ich habe so einen Beat Saber Speedrun gesehen. Ach, geil. Da hat so eine Frau, also ich wusste nicht, dass Menschen sich überhaupt so schnell bewegen können. Das sieht unfassbar aus. Natürlich sind es auch irgendwie die schnellsten Tracks, die du da wählen kannst. Und wie sie da in der VR, in welchem Speed sie das kaputt macht, das ist einfach nur von nochmal so einer ganz anderen Komponente beeindruckend, weil du ja eben, also ich habe generell wenig VR-Speedruns bisher gesehen. Und also das kann ich noch empfehlen. Und allgemein, meine Lieblingsruns waren, und das trifft, glaube ich, auf jeden zu, natürlich die Spiele, die man selber super gut kennt oder irgendwie noch aus der Kindheit, gerade bei älteren Spielen. Und ich gucke mir immer wieder gern diese ganzen Runs in der Quake Engine an. Also gerade diese Jedi Knight Games und so, weil die ja eben diesen Jump-Bug hat, dass man immer schneller werden kann. Und das ist auch einfach sowas, das so beeindruckend aussieht, wie sie da am Ende durchs Level fliegen, wo du selbst beim Zuschauen noch nicht mehr raffst, okay, wie könnt ihr hier gerade irgendwas noch checken? Also ich werde auch noch einige nachholen. Und das Schöne ist ja auch, das bleibt ja nicht stehen. Also selbst ein Run, den du vor 3 Jahren mal gesehen hast, kann ja eben mit anderen mit anderen Regeln nochmal neu angegangen werden. Oder es passiert ja auch immer was, dass jemand noch einen neuen Glitch rausfindet und so weiter. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, Ilas, es steht auch und fällt auch manchmal mit den Kommentatoren und den Runnern. Und da habe ich auch schon so nette, sympathische Leute kennengelernt durch. Also von daher auch von mir große Empfehlung, da nochmal in die VODs zu schauen. Und ich werde es selber machen müssen, weil ich habe tatsächlich echt nur bei Beat Saber einschalten können.
haben über 2 Millionen Dollar eingenommen wieder. Zweieinhalb irgendwie wieder. Yeah. Also ja, man muss natürlich immer nur dann an der Zahl festmachen, ist es ein Rekord, ist es nicht ein Rekord. Aber, ja, aber es zeigt eben, dass du nochmal einen zusätzlichen positiven Nebeneffekt haben kannst, wenn Leute zusammenkommen und eben für eine gute Sache wie die Krebsforschung hier spenden. Mhm. Finde ich auch interessant, dass sie dabei geblieben sind. Also es ist cool, weil ja inzwischen ganz viel natürlich für Covid-19 Hilfen irgendwie auch stattfindet und da dann aber einfach dem Ganzen auch treu zu bleiben. Ja. Weil das wird ja nicht weniger wichtig durch das Virus. Nein. Also sie hatten zwischendurch, glaube ich, auch mal Jahre, wo sie für Ärzte ohne Grenzen dann gesammelt haben. Was natürlich auch, es muss ein vernünftiger Zweck sein, wo das dann auch zusammenkommt. Man darf es eben, wie gesagt, nicht vom Zuschauer her abhängig machen, oh, jetzt haben sie weniger Geld eingespielt als vorher. Ja. Sondern es wird dann mitgenommen. Du hörst es auch durch die Messages, wo viele Leute sagen, hey, wir hatten selber Krebsfälle in der Familie oder selbst Betroffene, die dabei sind und geben was um, diesen Zweck zu unterstützen oder sagen auch, hey, GDQ hat mir über eine schwere Zeit hinweg geholfen, weil es da auch gut für Ablenkung gesorgt hat und alles. Also schön, wenn so eine Community zusammenwachsen kann und zusammenkommt. Geil, sehr schön. Hier, guck mal, 39 Minuten hat er für 16 Sterne gebraucht. Nicht schlecht. Oh, das war ein schönes Level. Das mochte ich. Ja, das war cool. Das hat immer gelaggt, wenn man in die falsche Richtung geguckt hat. Der Level mit dem U-Boot. Ja, aber schaut euch gerne an. Viel Zeug mit dabei. Geht einfach auf den YouTube-Kanal. Dann passt das schon. Geil. Gregor, du hast auch noch eine andere News bezüglich Nintendo rausgesucht. Und zwar ging es um Breath of the Wild. Mhm. Valentin, ich weiß nicht, ob du es gespielt hast, aber da gab es jetzt in der letzten Woche eine relativ große Neuigkeit, die nochmal respektive rausgekommen ist. Mhm. Und zwar basieren wohl einige Charaktere oder einige Charaktermodelle auf Basis der alten Mies, die man auf der Wii hatte. Ich glaube, es sind alle menschlichen Bewohner, die du auf der Oberwelt triffst. Ich weiß nicht, ob wir dann den Link da mal haben oder so. Ja, zumindest dieses Bild hier. Wir deutlich haben, das ganz genau, gut. Das ist bei den Kollegen von TheVerge.com. Da haben sie noch mal den kompletten Artikel aufgeführt mit diversen Beispielen. Und hier sieht man es zum Beispiel, dass du ein Mii hast und direkt den Counterpart in Breath of the Wild. Genau, und das im Konkreten ist es noch ein Mii, was eben in einem anderen Spiel vorhanden gewesen ist. Also nicht das. Es ist nicht so, dass da innerhalb des Codes jetzt wurde die Echse gefunden, wo du dein Mii reinkopierst und dann kommt der Breath of the Wild Charakter raus, sondern die ganzen Infos kommen von einer Hackerin, die das über Twitter dann bekannt gegeben hat, die länger daran gearbeitet hat. Und sie meint auch so, der Prozess ist kein so einfacher, sondern sie muss da selber noch ranarbeiten und muss da selbst Arbeit investieren. Aber grundsätzlich kannst du sehen, dass viele vorhandene Mies eben dazu benutzt wurden, um dann die NPCs dann zu machen in Breath of the Wild, inklusive eines Charakters, der auch sehr nah dran gewesen ist, zum Beispiel ein Kollege Iwata, ne? Der, glaube ich, von dem Iwata-Mi dann auch umgebaut wurde. Und es ist so eine Sache, wo du dann im Nachhinein denkst, ja, das klingt irgendwie logisch, ne? Wenn das fällt so wie mit Schuppen von den Augen. Yeah. Ne? Ich würde darauf hoffen, dass man vielleicht dann wirklich nochmal, oder dass die Kollegin entweder ein Tool entwickelt. Ja, man kann ihr, glaube ich, also check da auch mal im Verge-Artikel oder wo überall das nochmal verlinkt wurde, gibt es auch wohl Kontaktmöglichkeiten, dass Leute ihr Mii schicken und sie dann so eine Breath of the Wild-Version daraus macht. Nicht natürlich dann, hat sie wahrscheinlich so eine ganz große Kette an Leuten, die schon Sachen machen wollen, aber wäre natürlich ein cooler Avatar, ne? Wenn man den irgendwie für Social Media benutzen möchte. Total. Es ist jetzt keine großartige Industrie-News, aber ich finde es super interessant zu sehen, wie halt solche Spiele entwickelt werden. Und vor allem jetzt sowas, so ein spezieller Fall. Bei Nintendo ist es ja immer so, man weiß nie so wirklich, was geht bei denen genau ab. Mhm. Aber dass sie sich so ihre eigenen Tools zunutze machen, die sie wahrscheinlich schon entwickelt haben für andere Spiele und das dann für komplett neue Sachen ummünzen, das ist schon sehr beeindruckend. Ich habe das nur über Twitter gelesen und mitbekommen und habe da die ersten Bilder gesehen und da gab es dann auch dieser Iwata, diesen Iwata-Vergleich, den du genannt hast. Ich finde das einfach nur super, super spannend und würde mich extrem freuen, wenn sie da auch mal ein bisschen sich zu äußern würden und erzählen würden, wie sind sie drauf gekommen und ist halt, wie gesagt, ist nichts Großes. Aber ich find's geil. Ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele, von daher. Kann, glaube ich, da auch die Brücke da noch mal schlagen. Wir haben jetzt ein offizielles Release-Datum für das Iwata-Asks-Buch. Ja. Sollen wir, glaube ich, ein bisschen was drüber erzählen, Elias?
Genau, es ist im Grunde einfach nur nochmal die übersetzte Version des Buches, das in Japan schon rausgekommen ist. Das ist zum einen ein Teil der Iwata Asks-Reihe, die halt von Nintendo auch veröffentlicht wurde, wo sich der ehemalige Präsident von Nintendo mit diversen Entwicklern von Nintendo zusammengesetzt hat und einfach mal darüber gesprochen hat, ey, wurde Ocarina of Time damals entwickelt? Das hat immer den Anlass für ein neues Spiel gehabt. Also wenn Ocarina of Time für den 3DS erschienen ist als Remake, dann haben sich die alten Entwickler und die neuen Entwickler zusammengesetzt und hat denen Fragen gestellt. Also ein großer Teil besteht aus solchen Interviews, aber auch aus noch mal eigens kuratierten Geschichten, die extra für dieses Buch noch mal auf Papier gebracht wurden. Kommt jetzt im April noch mal raus, wird erstmal nur auf Englisch erscheinen, leider. Aber ich gehe sehr stark davon aus, wenn es halt halbwegs erfolgreich wird, und ich glaube, es wird erfolgreich, wird das dann auch in Deutschland noch mal erscheinen. Ja. Puh, okay, das waren eine Menge News, was das angeht. Wir haben eigentlich noch eine Nintendo-News, weil der Luigi's Mansion-Entwickler Next Level Games? Next Level Games, genau. Unter anderem Luigi's Mansion. Und haben die nicht auch viele Sportspiele, will ich sagen, für Nintendo in der Vergangenheit gemacht? Na, also, das kann sein, ja. Müssen noch mal checken, was deren Werdegang angeht. Aber es war ja einer der Entwickler, die viel sehr eng mit Nintendo zusammengearbeitet haben. Ich weiß nicht, ob du tatsächlich Second Party oder so sagen könntest. Yeah. Na, also die dann direkt unter Vertrag gewesen sind. Und jetzt wurde die Firma eben aufgekauft von Nintendo, dass die direkt für die entwickeln. Und die haben ja auch zuletzt eben mit Luigi's Mansion 3 auch wie immer sehr, sehr gute Arbeit abgeliefert. Und je mehr solche Studios dann, also je mehr solche Studios verfügbar sind für Nintendo, um Qualitätsarbeit abzuliefern, na, du siehst ja, dass viele große Studios auch von Publishern gebunden werden. Du hattest Insomniac bei Sony, du hast Bethesda jetzt bei Microsoft gehabt. Nicht, dass es die gleiche Größenordnung wie diese beiden sind, aber Nintendo und Next Level Games, glaube ich, wissen schon, was sie machen. Ja, die haben auch den Kauf mit dem ganz einfachen Grund noch mal bestätigt, sie brauchen einfach mehr, sie wollen mehr Ressourcen haben. Mhm. Das kann vieles bedeuten, dass Next Level Games an Spielen mitwirkt oder halt ihren eigenen Kram macht. Und vielleicht Luigi's Mansion 4, I don't know, fände ich persönlich ein bisschen langweilig. Aber schauen wir mal, was da kommt. Im Zuge dessen sind auch direkt wieder neue Gerüchte gekommen bezüglich einer Switch Pro. Valentin, du als jemand, der sich, der sehr technikaffin ist, interessiert dich das grundsätzlich? So eine Switch Pro? Ja, eine beefige Switch einfach. Oder ist Nintendo generell so ein Ding, das dich eher kalt lässt? Nee, überhaupt nicht. Ich muss gestehen, ich habe damals Breath of the Wild, weil ich so Bock darauf hatte, weil ich halt auch auf dem N64 die Zeldas geliebt habe und so, habe ich im Emulator nachgeholt, weil ich keine Switch hatte. Aber ich will mir schon seit Ewigkeiten eine Switch kaufen. Nur ist es dann bei mir, PCs sind ja sauteuer und ich bin ja dann doch eher PC-focused. Und dann ist es halt immer dieses Abwägen. Okay, kaufe ich mir jetzt was Neues für einen PC oder eine Switch? Aber die nächste Anschaffung, dieses Jahr muss die Switch her. Und wenn dann aber eine Switch Pro kommt, dann bin ich natürlich als jemand, der da immer gern das Maximum, was halt geht, hat, würde ich dann auf jeden Fall eher dazu greifen. Aber ich finde die Switch so, wie sie ist, die ganzen Nintendo-Titel, die brauchen ja quasi nicht jetzt irgendwie eine bessere Optik oder so. Die funktionieren so, wie sie gestaltet sind, finde ich auf der Plattform absolut fantastisch. Das Einzige, was das ja wahrscheinlich machen würde, ist irgendwie eine bessere Kantenglättung oder eine leicht höhere Auflösung. Aber wenn ich ehrlich bin, selbst ich als Qualitätsfreund von super hohen Auflösungen braucht es nicht. Also am Ende könnte es sogar sein, dass die rauskommt und die alte dann irgendwie noch ein bisschen im Preis fällt und ich mich deswegen dann eher für die reguläre Switch entscheide. Aber klar ist, die muss langsam her bei mir, weil ich habe so viel, ne? Pile of Shame wird immer größer. Aber nicht, weil man es gespielt haben muss, sondern weil es auch gerade so Luigi's Mansion 3, da habe ich damals nach dem Game 2-Beitrag gedacht, weil ich will das sofort. Ich will das jetzt sofort spielen und hatte aber, naja, wie das dann immer so ist im Leben, nicht unbedingt die Möglichkeit, das sofort zu spielen. Klar kann man sich hier in der Firma auch mal eine Switch leihen und so, habe ich auch durchaus schon gemacht, aber dann oft auch nicht über so Zeiträume, wo du dann natürlich so ein ganzes Spiel durchziehen kannst. Aber ich glaube, spätestens für Breath of the Wild 2 wäre es dann so oder so, wäre die dann so oder so bei mir zu Hause. Ja. Okay, ja, wie sieht's bei dir aus, Gregor? Ja, das Interesse auf jeden Fall vorhanden. Vor allem, wenn du jetzt irgendwann mal gewöhnt bist, viel mehr am Fernseher mit hohen Auflösungen, mit 4K und anderem Zeug zu spielen, weil du dann gucken musst, wie viel lässt sich aus Switch-Spielen wirklich rausholen, was bringt jetzt 4K noch, kommen tatsächlich bessere Framerates zustande und
Ich meine, es gab ja schon Switch-Upgrades, ne, wo viel spekuliert wurde, oh, kommt jetzt noch mal das, ja, wo man Geld ausgeben kann. Und letzten Endes war das so ein internes Upgrade, wo die Batterieleistung dadurch erhöht wurde. Ne? Plus man hat die Switch Lite noch bekommen, was ja auch nicht, also ist nicht, immer noch ein Hardware-Modell, aber technisch nicht wirklich was dran getan. Nintendo fährt immer noch sehr gut mit der Hardware von der Switch, auch wenn die vergleichsweise veraltet ist. Also es macht ja keine Anstalten, dann abzubrechen. Es muss auch garantiert sein, selbst wenn ein neueres Modell kommt, Spiele müssen natürlich alle lauffähig und nicht irgendwie schlechter auf den älteren Modellen sein. Wir hatten das ja auch mit dem Nintendo 3DS nochmal, dass ja der New Nintendo 3DS gekommen ist. Und wie viele Spiele gab es, die exklusiv da drauf gelaufen ist? Zwei. Zwei, irgendwie Xenoblade und irgendein Download-Game oder so. Ne? Oder manche Games, die auf dem alten dann sehr rucklig gewesen sind auf dem 3DS, wie Hyrule Warriors, glaube ich, das konntest du ja auf neueren dann besser spielen. Aber es kann ja nicht sein, wenn dann Breath of the Wild 2 kommt und es dann mit 30K, mit 30 Frames at 4K auf der neuen Switch potenziell laufen würde und auf der alten dann mit 15 Frames, kannst du nicht machen. Na, deshalb ist egal welcher Sprung eher dann ein Plus für die Leute, die mehr von den alten Games da rausholen wollen. Und es wird jetzt kein signifikanter Sprung sein. Nintendo arbeitet, denke ich, aber auch mal bereits an Nachfolger-Hardwares, ne, weil die halten sich natürlich nicht an den Zyklus von PlayStation und Xbox und so weiter. Die agieren ja auf ihre eigenen Uhr. Aber irgendwo muss da ja schon gearbeitet werden und geschaut werden, was du nachfolgetechnisch machen kannst. Bleibt es tatsächlich im Handheld gemischt mit Heimbereich? Wird es was anderes sein? Ist es tatsächlich irgendwas, woran wir als Gamer noch gar nicht denken und die sagen, ach ja, Nintendo, voll logisch, ne, dass das jetzt alles kommt. Und da bin ich fast schon ein bisschen gespannter drauf. Ich würde die Entscheidung davon abhängig machen, wenn ein neues Modell kommt, wie ich mich da gerade fühle, weil da will ich jetzt auch nicht unbedingt Geld vorab zur Seite legen. Ich habe ja noch genug mit der Switch. Also ich glaube, dass sie, also die Switch ist halt so absurd erfolgreich. Letztes Jahr war sie auch, glaube ich, die erfolgreichste Konsole überhaupt. Ich gehe eigentlich davon aus, dass sie, wenn sie nicht so eine Switch Pro oder so bringen, dass sie so eine Art Switch 2 einfach veröffentlichen, dass auf Basis das, was sie jetzt mit der Switch sich aufgebaut haben, dass das einfach weiterentwickelt wird. Was so meine eigenen Präferenzen angeht, ich weiß nicht, wie es dir geht, Reo, aber ich merke so richtig den Staub. So nicht, weil ich sie nicht so häufig nutze. Und auch unter dem Display. Sondern, also ich spiele super gerne Indie-Spiele auch auf der Switch. Und gerade da merke ich, dass das stellenweise laggt, dass du richtige Freeze-Frames hast. Also das krasseste Beispiel bei mir war jetzt zum Beispiel Ori and the Will of the Wisps. Das habe ich mich mega drauf gefreut, wollte das extra auch auf der Switch spielen und habe mich immer wieder mit dem Gedanken dabei ertappt, wo ich mir gedacht habe, das sieht jetzt gerade nicht so schön hochauflösend aus oder das ist ein bisschen schwammig auch. Und dann irgendwann hast du halt die krassesten Fähigkeiten, du kannst halt wirklich rumspringen und richtig abgehen. Und dann ist das Spiel irgendwann auch nicht mehr hinterhergekommen. Ach krass. Also ich habe halt wirklich, dann hast du so eine kurze Ladezeit, alles ist stehen geblieben für 2 Sekunden und dann hat das Spiel wieder den restlichen Part des Levels gestreamt und ich konnte halt weiterspielen. Und das finde ich dann persönlich ein bisschen schade. Vor allem bei Spielen, wo du weißt, auf der Xbox oder auf dem PC läuft das halt überragend. Und dann habe ich mich jetzt dafür entschieden und ich habe einfach die deutlich schlechtere Version. Man hat sich damit schon abgefunden, dass du jetzt nicht die beste Version auf der Switch spielst, aber dass es halt halbwegs läuft. Es ist, glaube ich, generell ein Wunder, dass das neue Ori auf der Switch läuft. Aber es ist dann trotzdem ein bisschen schade. Bei Hades ist das auch nicht so mega schlimm. Aber wenn du halt so den Schwierigkeitsgrad ein bisschen hoch hebst, dann kommt das Spiel auch krass ins Stottern. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade. Deswegen, ich merke so richtig, und ich habe jetzt über Weihnachten, habe ich Mario Odyssey wieder reingelegt, was fantastisch ist. Es ist immer noch, spielt sich immer noch sehr, sehr gut. Aber dann spielst du es auf dem großen Fernseher, vielleicht hast du sogar einen neuen 4K-Fernseher. Und dann siehst du, okay, da siehst du die ganzen Treppchen. Und du siehst, dass das da vielleicht im Hintergrund nicht ganz so schön aussieht. Es ist halt wirklich Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Aber ich persönlich habe einfach jetzt, ich will jetzt ein neues Switch, verdammt mal. Natürlich, der portable Vorteil fällt ein bisschen weg durch die Pandemie eben. Klar, du kannst sie auch mit dem Gamepad dann auf dem Sofa hinfläzen und was machen, während andere Sachen da los sind. Nur diese Techniksachen habe ich gerne in Kauf genommen, wenn ich dann auf einer Bahnfahrt oder sowas spielen kann und du da dein Gaming sozusagen mit reinbekommst, was jetzt in vielen Fällen wegfällt. Und es gibt bestimmt welche, die immer noch Animal Crossing oder sowas dann spielen, ihre Insel pflegen, aber vielleicht nicht mehr so viele, die das machen. Am Fernseher habe ich mit den gleichen Sachen zu kämpfen wie du.
Ja, aber du sagst es gerade, die Pandemie, glaube ich, ist bei mir der Hauptgrund, warum ich dann in dem Moment, wo ich mir eigentlich eine kaufen wollte, mir doch keine gekauft habe, weil ich die auf jeden Fall für diese langen Zugfahrten, ich pendel eigentlich, oder nicht pendeln ist das falsche Wort, aber ich fahre häufig nach Köln, weil da eben noch viele meiner alten Freunde und so auch wohnen. Und das ist eine 4-Stunden-Zugfahrt und dafür ist halt so eine Switch absolut perfekt. Und da das aber gerade, wo es eigentlich häufiger geworden wäre, weniger geworden ist durch die Pandemie, dachte ich ja, na, ich warte nochmal, ich sitze jetzt ja eh nur zu Hause rum. Aber ja, bei diesem, was du gerade gesagt hast, ich finde, das ist, Nintendo bringt ja dann ihre Konsolen raus, wenn sie irgendwas Cooles in der Hinterhand, wie eine neue Innovation oder so haben. Und vielleicht haben sie da irgendwas gerade in der Entwicklerschmiede im Hintergrund, was wir jetzt noch nicht antizipieren, aber das würde, dieses Konzept ist ja, hat ja auch keiner so direkt kopiert. Es ist jetzt ja nicht so, dass irgendwie es auch die PSP wieder aufgelegt wurde oder irgendwie sowas. Das heißt, damit fahren sie, finde ich, noch gut. Und das ist für mich der nächste logische Schritt. Einfach nur die Hardware ein bisschen verstärken, aber eigentlich in diesem Formfaktor bleiben. Und eben bei älteren Titeln, also bei Titeln, die es jetzt für die Switch schon gibt, die dann in 30 Frames irgendwie laufen, dann vielleicht die endlich in 60 Frames spielen zu können. Das wäre auch mein Wunsch. Und vielleicht sollte ich gerade jetzt noch so ein bisschen abwarten, was da für News und Entwicklungen kommen, bevor ich mir jetzt eine Switch kaufe und dann direkt quasi die stärkere gibt. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ja. Also wenn du dir jetzt eine Switch holen willst, dann lieber erstmal ein bisschen abwarten. Weil wenn du dir jetzt eine Switch holst und Breath of the Wild, also du kannst den Korok-Wald, kannst du immer noch nicht in 30 Frames spielen. Okay. So, und das ist halt, und du hast halt gerade die ganzen, also es sind halt immer noch leider nur Gerüchte, aber Bloomberg hat darüber berichtet und diverse andere News-Outlets mittlerweile auch, dass es immer sich immer weiter verdichtet, dass die ganzen Manufakturen jetzt so langsam aber sicher so mit Nintendo und mit neuer Nintendo-Hardware irgendwie bestückt werden. Deswegen auf jeden Fall, ich würde erstmal warten. Ich glaube, du kriegst gerade eh super schwierig eine Switch, weil unabhängig von dir, ich glaube, super viele andere Leute haben da richtig, richtig Bock drauf. Also allein wegen Animal Crossing, das hat sich über 20 Millionen Mal jetzt zum Beispiel verkauft. Ja, und das war auch der Moment, wo hier alle in der Firma dann angefangen haben, wo ich überlegt habe, fuck, jetzt brauche ich auch eine Switch. Ja, das ist geil, richtig krass. Wie sieht das denn aus? Ich will auch über Rübenpreise reden. Ja, ey, mal schauen. Man weiß so gut wie nichts über Nintendo, was dieses Jahr kommt, außer neu aufgelegte Mario für die Switch. Ist das nochmal 3D World? Ach so, ist Super Mario 3D World, genau. Ja. Plus Bowser's Fury Land. Bowser's Fury oder irgendwie so. Und du hast ja eigentlich, irgendwo steht noch Bayonetta 3 aus, glaube ich. Ne? Plus eine Handvoll Sachen, an die ich jetzt nicht gerade denke. Also es ist nicht komplett alles leer, aber Nintendo haben sich bewusst zurückgehalten und dann eben die ganzen Updates, Remaster, Collections rausgebracht. Ne? Ist immer noch so ein kleiner schaler Nachgeschmack von diesen ganzen Limits, die sie gemacht haben. Viel geht ja auch dann am 31.3. quasi raus, ne? Dass du da nicht mehr die 3D-Collection von Mario dir holen kannst, dass Super Mario Bros. 35 da nicht mehr funktioniert. Also, Hast du dieses Polygon-Interview gelesen mit Doug Bowser, also dem Präsident von Nintendo of America? Die haben sich die haben ihn nämlich gefragt, ey, warum diese Limitation? Und dann, das Interview ist richtig cringy, ey. Ja. Da meinte er, for the gamers. Nee, es ist, weil wir wollen es zelebrieren. Es ist mehr so, die Feierlichkeit steht im Vordergrund. Und deswegen wollten wir es halt so limitieren, weil wir den Fokus so auf die Feierlichkeit. So, Alter, come on. Das glaubt dir doch kein Mensch. Nee, das ist halt ein bisschen, also die werden 100 pro ihre Gründe haben, aber so ein Quatsch muss man den Leuten dann halt auch nicht. Die werden 100 Euro ihre Gründe haben, ne? Naja, man kann leider nur spekulieren. Ich persönlich freue mich einfach auf das Spiele, ja. Ich glaube, es wird richtig geiler Shit einfach kommen. Ich habe jetzt auch eine PS5 bei mir zu Hause stehen. Oh, Hammer. Und wie bist du da rangekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich null darum bemüht oder so, aber plötzlich hatte Wirt noch eine und meinte, ja, willst du die haben? Ich so, ja, okay, dann nehme ich die halt. Und dann nehme ich die halt. Und dann habe ich die jetzt, habe Astros Playroom gespielt. Alter, also da brauche ich auch erstmal kein neues Mario. Ja, das habe ich auch durchgespielt und das war fantastisch. Ja, es hatte so viel Spaß damit. Also es hat mich ja komplett kalt erwischt, als wir das hier das erste Mal gespielt haben auf dem Sender. Und spätestens da war klar, ich bin gehuckt und ich will die auf jeden Fall irgendwann mal bei mir stehen haben. Dass es so schnell geht, ist für mich jetzt auch eine Überraschung. Aber es ist der Hammer. Und ich freue mich da jetzt einfach, du hast God of War, du hast Horizon, das dieses Jahr laut Sony kommen wird. Und viele, viele andere Sachen. Nier kommt für die PS4 ein Remake raus. Da bin ich richtig heiß drauf. Ja, das wird richtig, richtig geil, hoffentlich. Hast du noch nie gespielt, das alte Nier? Nee, eben nicht. Ich habe nur Nier Automata gespielt. Alter, und da bin ich mal gespannt drauf, was die Leute sagen, die das Original nicht kennen.
Also spielerisch nicht so gut. Ja, ja, aber ja, aber ich bin da halt, da habe ich dieses Universum überhaupt das erste Mal für mich entdeckt. Ja, und aber wenn du Nier Automata geil findest, dann wirst du... Es ist mein Game of the Decade fast schon. Also ich fand es so fantastisch. Boah, das freut mich voll. Ja, wirklich, ich liebe dieses Spiel und deswegen, ich werde am Release-Tag dieses Nier Remake auf jeden Fall spielen. Also es gibt überhaupt keinen Weg drumherum. Ja, wie das sich spielen wird und ob wir das cool finden, das werden wir natürlich wie immer hier beim Game Talk besprechen. Wenn ihr uns dabei supporten und begleiten wollt, könnt ihr das im besten Fall über den Supporters Club machen. Da würden wir uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ansonsten, wie gehabt, lasst einen Daumen nach oben, abonniert die ganze Nummer und habt weiterhin viel Spaß hier auf dem Sender. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.